Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch meine App zeigen, mit der ihr euren Trainingsfortschritt in Fortnite tracken könnt. Und damit kann man natürlich auch erkennen, in welchen Trainingseinheiten man noch die größten Probleme hat. Und so trainiert man nicht nur effektiver, sondern auch gleichzeitig deutlich schneller. Und ich denke mal, das könnte auf jeden Fall für den einen oder anderen ganz hilfreich sein. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu Fortnite verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Download dieser App. Natürlich, wenn ihr vorher erstmal sehen wollt, wie überhaupt die ganze App funktioniert und was überhaupt für eine App ist, dann könnt ihr auch erstmal diesen Part überspringen und euch das Ganze dann nochmal später anschauen. Ich verlinke ja immer die Timestamps in der Wiedergabeleiste und dort könnt ihr einfach dann diesen Part einmal skippen. Aber um das Ganze auf jeden Fall herunterzuladen, muss man einmal auf Google gehen, beziehungsweise auf eure Suchmaschine und dann dort diese beiden Websites aufrufen. Dazu werde ich euch natürlich die Links auch einmal in der Videobeschreibung verlinken und da muss man bei beiden einmal hier auf Download for Free klicken und dann natürlich einmal den ganz normalen Installationsprozess machen und irgendwann muss man dann auch noch Overlay zusätzlich installieren, wird allerdings alles automatisch gemacht, also man muss nicht irgendwie nochmal zusätzlich installieren und man braucht irgendwie keine Sorge haben, dass man irgendwie dadurch von Anti-Cheat aus Fortnite rausgeworfen wird, das ist alles komplett safe und haben auch schon super viele benutzt, deshalb braucht ihr da auf jeden Fall keine Sorge zu haben. Und wenn ihr das Ganze dann installiert habt, müsst ihr lediglich nur noch einmal Fortnite starten und dann werdet ihr, glaube ich, nach ein paar Sachen gefragt, dass es auch in Fortnite überhaupt aktiviert werden kann. Wenn ihr es manuell machen wollt, könnt ihr einmal Steuerung Tab drücken, dann öffnet sich nämlich dieses Overwolf-Menü. Dort klickt ihr dann einmal auf diesen Setting, auf dieses Setting-Symbol und dann müsst ihr für Fortnite einmal dieses Häkchen aktivieren und dort sollten dann diese beiden Symbole auftauchen, denn das sind die beiden Sachen, die man dann braucht. Zusätzlich kann man hier auch noch den Auto-Launch aus- und einstellen, also wenn man die ganzen Apps dann eben halt direkt mit dem Start von Fortnite automatisch starten will, dann kann man hier eben halt auf anklicken und dann ansonsten kann man das Ganze einfach auslassen. Was man allerdings beachten sollte, ist, dass man, wenn man es aus hat, immer Novus vorher starten muss, bevor man überhaupt Fortnite startet. Das heißt, bevor ihr in Fortnite hier reingeht, solltet ihr immer vorher erstmal dann Novus starten, denn ansonsten funktioniert das nicht ganz richtig und deshalb solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze gemacht habt, sollte unten links das Zeichen von Novus sein und es sollte sich wahrscheinlich auch schon einmal hier dieses Menü geöffnet haben. Auf jeden Fall hat man dann hier ganz verschiedene Sachen, die man damit machen kann und das ist auch nicht nur eine Sache, die rein für Creative gedacht ist, sondern man kann das Ganze auch in Publix oder in Arena benutzen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es gibt hier verschiedenste Sachen. Beispielsweise kann man sich auch Guides anschauen von Jaren und anderen YouTubern. Ansonsten gibt es eben halt bestimmte Sachen für Creative. Es gibt bestimmte Ingame-Drills, also die man dann tatsächlich in einem richtigen Game macht und ansonsten gibt es natürlich auch Drills für Aiming-Routine und darauf werden wir jetzt als erstes mal gehen, denn ich hatte ja vor einer oder vor zwei Wochen euch die Skywalk Aim Trainer Map vorgestellt und dazu gibt es tatsächlich einmal alle verschiedenen Drills daraus hier zusammengefasst und damit kann man dann im Prinzip immer den Fortschritt tracken, wie man sich eben halt verbessert hat und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Horizontal Tracking und um das Ganze zu beginnen, muss man wie gesagt einfach einmal hier nur auf das, was man eben halt will, raufklicken und dann einmal auf Take the Test klicken und hier könnt ihr dann auch schon sehen, was euer letzter Score war und damit könnt ihr es dann eben halt gucken, ja, wie ihr euch über die Zeit verbessert habt und hier seht ihr eben halt auch eure Timeline, also wie ihr euch über die letzten Male verbessert habt und wie gesagt, dann müsst ihr einmal nur auf Take the Test klicken, dort oben wird sich dann so ein kleines Fenster öffnen, wenn ihr die Map noch nicht haben solltet, braucht ihr auch keine Sorge haben, hier steht der Code, den könnt ihr dann euch dann einfach ganz easy kopieren und dann natürlich im Creative Mode eingeben, ich würde sagen, wir joinen jetzt einmal rein und ich lade dann direkt auch einmal in die Map rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr dann jetzt hier in der Map drin seid, müsst ihr euch nur noch einmal die Waffen nehmen, die ihr wollt. Bei mir wäre es jetzt beispielsweise einmal das Sturmgewehr, weil ich ja Horizontal Tracking machen will. Und dann müsst ihr nur einmal darauf klicken, was ihr ausgewählt habt. Bei mir, wie gesagt, ist das eben halt Horizontal. Dann müsst ihr als nächstes nur noch einmal auf den Start-Button klicken. Und dann seht ihr schon, hat sich da so ein kleines Fenster geöffnet. Und da steht jetzt eben halt einmal auf der rechten Seite, wie viele Schüsse man insgesamt gemacht hat und auf der linken Seite steht eben halt, wie viele Schüsse man davon dann letztendlich tatsächlich auch getroffen hat und dann muss man das Ganze eben halt einmal die Minute hier durchmachen. Einmal steht auf der linken oberen Seite natürlich, wie viel Zeit schon vergangen ist und natürlich in der Map ja selber steht dann, wie viel Zeit man noch hat.
sind eben halt in, oder ist insgesamt eine Minute, ist auch bei allen anderen Stages hier im Skywalk Aim Trainer zumindest so. Gibt natürlich auch andere Aim-Maps, also es gibt glaube ich noch eine Aim-Map von Tedo, die man da auswählen kann, aber ich glaube, das hier sollte die overall die beste sein. Und wie gesagt, das muss man dann hier einfach nur einmal durchführen, und wenn man dann damit fertig ist, muss dann auch gar nicht irgendwie zurück in die Lobby gehen, sondern man hat tatsächlich eine Bestätigung dafür, dass man das Ganze geschafft hat, und dann bekommt man auch eine Zusammenfassung. Sollte ja jetzt soweit sein, genau, dann öffnet sich wieder dieses Fenster. Um dann euren Mauscursor zu aktivieren, müsst ihr dann nur einmal Steuerung und Tab klicken. Und dann könnt ihr hier auch überall raufklicken. Und dann könnt ihr hier eben halt sehen, ihr habt 236 Schüsse gemacht und eben halt davon insgesamt 143 getroffen. Das entspricht dann einer Genauigkeit von 60,59%, was auf jeden Fall ganz gut ist. Und dann könnt ihr hier eben halt auch noch in eurem, in dem Leaderboard gucken, wie gut ihr im Vergleich zu anderen Leuten seid. Und ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall ganz gut gucken, ja, wie man sich über die Zeit verbessert hat. Und hier seht ihr dann auch, ja, wie ihr euch verändert habt. Zum Beispiel war es jetzt beim ersten Mal bei mir 146, danach nochmal 146 und jetzt 143. Wenn dann der Unterschied größer sein sollte, wird sich wahrscheinlich das Ganze hier auch etwas verstärken, also etwas stärker unterscheiden. Jetzt sieht man hier ja kaum Unterschied, weil es schon sehr, sehr ähnlich war. Wie gesagt, das Ganze kann man dann natürlich bei allen anderen Stages in dieser Skywalk Aim Training Map, also egal ob es Mongol Classic sein soll, ob es Tfue Classic sein soll oder whatever, überall da drin geht das Ganze. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt zur nächsten Sache, die man mit dieser App machen kann, rüber. Und dafür muss man auf jeden Fall einmal den Creative Mode verlassen, denn ansonsten funktioniert das Ganze leider nicht. Und wenn man da nicht hier raus ist, kann man zum, oder sieht man auf jeden Fall einmal immer so ein Match Recap. Geht natürlich nicht für Creative Mode, wird trotzdem immer angezeigt. Aber das Ganze ist immer, wenn ihr zum Beispiel eine Solo-Runde seht, dann könnt ihr hier auch ein Pfad sehen, wo ihr lang gelaufen seid. Könnt ihr hier unten sehen, wie viele Leben, wie viel Shield und alles ihr hattet. Dann kann man hier auch noch sehen, welche Waffen man benutzt hat und alles mögliche. Also wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, die man hier zur Übersicht hat. Dazu werde ich jetzt allerdings nicht genauer drauf eingehen. Kann man auf jeden Fall selbst dann schauen, ob man irgendwo vielleicht dumme Fehler gemacht hat, und kann es sich nochmal so ein bisschen detaillierter anschauen. Ist aber, denke ich mal, nicht das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall mal was viel Besseres zeigen, und zuerst ist der Analyzer. Und hier muss man einfach einmal nur auf Take Analyzer Now klicken. Und dann muss man nur einmal in den Creative Mode reinjoinen. Wichtig ist eben halt, wie gesagt, dass man das aus der Lobby macht. Wenn man nämlich im Creative Mode schon vorher drin war, dann funktioniert das Ganze irgendwie nicht richtig. Deshalb ganz wichtig, erstmal in die Lobby zurückkehren, dann in den Creative Mode reinjoinen, und da muss man nur noch einmal den Map-Code kopieren, beziehungsweise wenn man die Map natürlich schon einmal vorgespielt hat, kann man das Ganze einfach auch aus den vorherigen Inseln auswählen. Und da muss man dann natürlich wie bei allen anderen Maps noch einmal reinjoinen. Und das ist eben halt eine Map, um zu gucken, wie der Overall Progress ist, also wie gut man beispielsweise in den einzelnen Trainingseinheiten von Flickshots, von Tracking, von Edits und allen möglichen ist. Und das kann man dann hiermit eben halt anschauen. Ich werde mal das jetzt oben schließen, das brauchen wir nämlich nicht, das schiebe ich nach oben. Da muss man einmal immer tatsächlich nur noch die Map starten, und dann sollte sich das Ganze gleich verändern. Wichtig ist allerdings, dass man hierbei natürlich alle Items aufsammelt, denn damit wird das im Prinzip getrackt. Und hier ist eine Kampfschrotflinte eben halt als erstes. Da muss man hier weitergehen, und dann seht ihr da oben schon, hat sich ein bisschen was verändert. Und leider laggt das hier beim ersten Mal manchmal. Eventuell muss man da einfach am Anfang während des Map-Ladens etwas länger abwarten. Dann sollte es wahrscheinlich nicht ganz schlimm sein. Und sollte sich aber auch nach einer kurzen Zeit legen. By the way, die App selbst verbraucht, glaube ich, auch fast gar keine Leistung des PCs. Würde ich jetzt nicht anlassen, während man Turniere oder so spielt. Aber wenn man schauen wir beispielsweise, wie man sich in Arena verbessert und so, dann kann man das gerne mal anmachen. Und ich hätte euch auf jeden Fall auch empfohlen, das standardmäßig immer auszulassen, dass ihr das nur anmacht, wenn ihr es tatsächlich auch wollt, weil es ansonsten ja, manchmal ein bisschen störend sein kann. Es sind manchmal laute Sounds, und wie gesagt, wenn man ganz normal zocken will, dann stört das manchmal, aber ist trotzdem sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, sollte man eben halt immer darauf achten, wenn man das auf automatisch ausschalten hat, dass man das dann immer bei jedem Mal
bevor man Fortnite startet, anschaltet, wenn man es zumindest anhaben will. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einmal die ganze Map durch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Wenn man dann jetzt mit der Map fertig ist, muss man lediglich nur einmal wieder den Creative Mode verlassen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendein Item übersehen. Ich hoffe, es hat trotzdem funktioniert, weil jetzt nicht alles ganz durch ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Und wenn man dann immer durch ist, dann sollte sich dieses Fenster öffnen und normalerweise sollte dann auch hier der Score angezeigt werden. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich jetzt eine Sache irgendwie nicht aufgesammelt habe, zählt das Ganze jetzt nicht, aber ansonsten würde ich hier immer stehen, wie gut man in den einzelnen Stages ist. Hier steht dann auch immer, wie gut durchschnittlich die ganze Community ist und so kann man auf jeden Fall gucken, wie man sich eben halt mit der Zeit verbessert und ich glaube, damit kann man auch wirklich ganz gut trainieren und soweit sind es dann eigentlich schon alle Sachen. Hier kann man auch nochmal zum Beispiel ganzen Editing-Sachen trainieren, also von Tunneln bis zu ganz normalen Stairflips und dann kann man hier immer deine Seite sehen, wie gut das Building, das Editing und das Aiming ist und ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz nice hier alles. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.